Die massive politische Repression, die 1937 begann, wurde zu einer echten Tragödie für das gesamte Sowjetvolk. Für Kasachstan hat dieses Ereignis eine besondere Bedeutung, da in den Jahren der Repressionen etwa 1,5 Millionen Sowjetbürger als Verräter des Vaterlandes nach Kasachstan deportiert wurden. Dieser Terror kolossalen Ausmaßes hat jede Republik der ehemaligen Sowjetunion und jedes darin lebende Volk erfasst. Auch an den Sowjetdeutschen gingen die massenhaften Repressionen nicht vorbei. Am 28. August jährt sich das Datum des Erlasses über ihre Deportation zum 80. Mal. Eines der Denkmäler, das an diese Ereignisse erinnert, ist das größte sowjetische Frauenlager, eine der drei Inseln des Gulag-Archipels Alger. Мы находимся на территории Акмолинского лагеря жен изменников родины Алжир, где в разные годы содержалось порядка 18 тысяч женщин. Женщин, чья вина была лишь в том, что они являлись женами врагов народа. Am 31. Mai 2007 wurde ein einzigartiger Gedenk- und Museumskomplex zum Gedenken an die Opfer der Verbrechen des stalinistischen Regimes auf dem Territorium der ehemaligen UdSSR eröffnet. До этого открытия у нас в селе Малиновка в 1997 году был создан музей истории лагеря Алжир. Этот музей открыл Иван Иванович Шарф. Dank der Hilfe der lokalen Bevölkerung fand Ivan Ivanovich den alten Friedhof, auf dem die Gefangenen von Alger begraben waren, zäunte diesen Ort ein und stellte ein Gedenkschild auf. Мы нашли начальника лагеря Баринова Сергея Васильевича, который находился недалеко здесь, в Долинке. Знаете, да, Каранинская область, село Долинка. Там тоже был Карлах, Каранинский лагерь. И он дал адреса вот именно женщин, которые находились здесь в лагере, но они еще были живы, как-то переписывались с ним. Мы написали письма, мы хотим проект такой, кто помнит и знает Алжир, пригласить и рассказать правду об Алжире, что действительно никто не знал. Что вот именно здесь было? Laut Раиса Жаксыбаева kamen damals 15 Frauen zu dem Treffen. Nicht alle ehemalige Häftlinge von Alger äußerten den Wunsch, an den Ort zu kommen, an dem sie die Schrecken ihres Lebens im Lager enttragen mussten. Aber viele Gefangene, die 8 bis 10 Jahre in Alger waren, blieben für immer hier, unfähig, all den Bewahrungsproben standzuhalten. Sie wurden in großen Gruben begraben, an denen Tafeln mit ihren Nachnamen, ihrem Geburtsdatum und dem Datum ihrer Verhaftung angebracht waren. Heute kann jeder die Gedenkstätte Alger besuchen und ein wenig mehr über diese schrecklichen Seiten der Geschichte erfahren. Das Denkmal Bogen des Leids symbolisiert den Eingang zum Heiligen Land, in dem sich zwei Welten treffen, die der Lebenden und die der Toten. Denkwürdige Schilder, die von den Botschaften ausländischer Staaten angebracht wurden, um das Andenken an Frauen von 62 Nationalitäten zu bewahren, die Häftlinge von Alger waren. Die Komposition Verzweiflung und Ohnmacht verkörpert Hoffnungslosigkeit, den Verlust von Wegen zur Befreiung. Die Komposition Kampf und Hoffnung stellt eine Frau dar, die Hoffnungen und Gedanken hat, der Knechtschaft zu entfliehen. Und sich daher, als ob sie über diese Wege nachdenkt, der Poesie und Schönheit zuwendet. Eine Gedenkwand mit den Namen von mehr als 7000 Frauen, die im Lager Alger ihre Dienstzeit verbracht haben. Und schließlich ist das Museum, dessen Gebäude die Form eines Kegelstumpfes hat. Eine Art Kiste mit Geheimnissen. Ein Hüter der Traurigkeit. Es gibt keine Fenster im Gebäude. Das Licht fällt von oben auf die Exponate. Als würde der Schleier der Geheimhaltung gelüftet. Jedes Objekt des Komplexes trägt eine Tragödie dieser Jahre in sich, deren Erhaltung für die Nachwelt wichtig ist.